los. Niemand bestellt etwas. Hey, Maskottchen, wenn du tanzt und Kunden ins Café lockst, bekommst du einen Cocktail umsonst. Kein Problem, Eis, mach ich. Kommt ins Bunny Café, das leckere Mittagessen steht schon für euch bereit. Eis macht euch Mojitos und Pizza macht den Tee, ja! Ich fang an. Was hältst du von meinen Nägeln? Willst du meine Füße sehen? Julie, alles gut, ich hab's schon gesehen. Nein, Bros, das ist neu. Ich will auch Wimpern- und Augenbrauenkaschierung machen. Na, was denkst du? Nein, du bist doch ohne all das hübsch, okay? Maskottchen, wir wollen hier nichts essen. Wir haben schon im Restaurant zum Mittag gegessen. Patrick, Schatz, du weißt doch, dass ich Geld für ein neues Telefon spare. Hilfst du mir? Gigi, ich spare auch Geld für ein neues Handy. Patrick, lass uns erst für mich und dann für dich ein Telefon kaufen. Eis, schau dir das an. Keine Reaktion. Maskottchen, geh zwischen den Tischen hin und her, denn sie sitzen nur da und niemand bestellt was. Okay, Eis, aber du schuldest mir 2 Cocktails. Hörst du das? Das ist ein hungriger Elefant, der gefüttert werden will. Und das ist ein Löwe mit einer verletzten Pfote. Ich rette jeden Tag Tiere und ich brauche deine Hilfe. Lass uns diese Tiere wieder topfit machen und für jedes von ihnen ein Zuhause bauen. Lade unser Spiel jetzt herunter. Unsere tierischen Freunde warten auf dich. Kommt ins Bunny Café, das leckere Mittagessen ist schon für euch da. Eis macht euch Mojitos und Pizza macht den Tee. Leute, jetzt kommt und bestellt was. Wirklich, Maskottchen? Wirst du für unsere Bestellung bezahlen? Weißt du, wie schwer es ist, immer im Café zu essen? Man muss die ganze Zeit bezahlen. Ich arbeite doch nicht, okay? Maskottchen, komm gar nicht erst zu uns. Wir sind heute im Sportmodus. Leila, fang. Ich fange. Mann, Leute, wegen euch bekomme ich keine 2 Cocktails, Mann. Lehrer Mike und Ryan, seid ihr auch beide im Sportmodus? Stör uns nicht, wir haben gerade ein wichtiges Spiel. Wenn ich gewinne, darf ich heute Abend länger aufbleiben. Okay, alles klar. Leute, steht alle auf und bestellt so schnell wie möglich. Oder ich schmeiß euch alle von hier raus, okay? Ihr könnt nicht einfach so hier sitzen. Oh mein Gott, Maskottchen macht zu viel. Hey, Maskottchen, beruhig dich, sonst haben alle Angst vor unserem Café. Hallo, Freundinnen. Hallo, Freundinnen. Die gestrige Übernachtung hat uns wieder zu Freundinnen gemacht. Frösche, ich hoffe, ihr legt euch nicht mehr mit uns an, okay? Ja, keine Kämpfe mehr. Ja, Bunnies. Keine Kämpfe mehr. Werdet ihr Freunde für uns finden? Ihr habt es uns versprochen, als wir die Übernachtung hatten. Wir werden auf jeden Fall einen Freund für euch finden. Ihr werdet jemanden bekommen, Frösche. Oh, Bunnies. Ihr seid so süß und flauschig. Und ihr seid so schlüpfrige und kalte Frösche. Das ist ein Scherz. Na, komm schon. Hallo, Lehrer Mike. Jetzt haben sie Freunde gefunden. Wie schön für sie. Ich glaube nicht an diese Freundschaft. Sie endet immer schlecht. Lehrer Mike, spielen Sie. Auf geht's. Wow, die Frösche und Bunnies kommen zusammen? Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, sie bestellen. Sie mögen alle kalte Getränke. Eis, Pizza, hallo, wir wollen alle Mojitos haben. Jetzt sind es nicht mehr 4, sondern 8 Stück. Erdbeermojitos. Hast du das gesehen? Ja. Was haben die gemeinsam? Warum sind die zusammen? Vielleicht haben sie eine Absprache. Das finden wir heraus. Ihr bekommt den besten Mojito. Für die coolsten Mädchen. Ja, wir sind cool. Hört zu, ihr coolen Chicks. Hört auf zu schreien, sonst werde ich noch taub. Spielt nicht in der Öffentlichkeit, Mädchen. Mädchen, was ist das? Ja, so ist es. Ihr wisst, dass wir gestern bei ihnen übernachtet haben. Wir haben uns mit ihnen versöhnt. Schau mal eine an. Schon wieder eine falsche Freundschaft. Aha. Die Frösche und Bunnies können keine Freundinnen sein. Ja, warum machen sie das? Die Frösche und Bunnies kamen hierher und machten einen Aufstand. Das sind Angeber. Ja, Thomas, du hast recht. Der hungrige Footballer ist da. Pizza, gib mir einen Burger. Übrigens, ich möchte ankündigen, dass ich heute mit meiner Freundin zu Abend esse. Genau hier, in diesem Café. Hier. Hey, Dima. Weißt du was, Jana? Geh rüber zu Sophie und frag sie, warum sie sich mit den Bunnies angefreundet haben. Es muss einen Grund geben. Okay, Jana. Was ist? Hör mal, warum habt ihr euch mit den Bunnies angefreundet? Was ist los? Sie haben uns versprochen, Jungs zu finden. Eifersüchtige Ratten. Nun, Jana, was hat sie gesagt? Leila, die Bunnies haben ihnen versprochen, Freunde zu finden. Ja, wirklich? Wow, komm schon, lass uns gehen und reden. Okay. Also, hört zu, Landhaus. Von nun an behandelt ihr die Frösche auf die beste Weise. Wir sind jetzt auf ihrer Seite. Und wir stehen an der Seite der Bunnies. Trainerin Abby wird das nicht gefallen. Dima, Coach Abby kann uns nicht vorschreiben, mit wem wir befreundet sind. Ich habe heute um 20 Uhr eine Verabredung mit ihr, hier. Und du wirst einen Kuss bekommen. Nein, sie wollte auch euch sehen. Na gut. Wenn deine Freundin uns sehen will, dann kommen wir auch.
Was ist mit den Bunnies passiert? Die Frösche machen sie schlimmer. Ja, das kommt mir auch so vor. Nun, ich glaube, sie haben Spaß miteinander. Romeo, sei nicht böse auf mich. Doch, bin ich. Was bedeutet es, dass du gehst? Romeo, du weißt, dass ich nach Hause will. Hinsetzen und nachdenken. Ich kann nicht jeden Tag um Diana herumlaufen und darum trauern, dass wir kein Paar mehr sind, okay? Glaub mir, die Schule fängt bald an und da wird sie sich an dich hängen. Glaub ich nicht. Hast du gesehen, wie sie sich in diesen Sipp da verliebt hat? Romeo, sei nicht böse. Ich fühle mich einfach wirklich schlecht. Smile, das ist ein Fehler. Du musst hierbleiben und mit Diana reden. Ich hab's aber satt, okay? Okay, dann mach einfach, was du willst. Hey, Basketballer! Vielleicht wisst ihr ja, was zwischen den Bunnies und den Frogs vor sich geht. Erzählt uns alles. Wir werden uns zurückhaltend verhalten. Weg hier, Ratten. Haut ab, wir haben genug von euch. Seht sie euch an, wie böse sie sind. Dürfen wir nicht fragen? Los geht's, Jana. Los geht's. Und davon muss ich mich auch ausruhen. Und überhaupt vom ganzen Landhaus will ich mich ausruhen. Das war's. Morgen werde ich meine Sachen packen. Ist heute wenigstens Training? Ja, heute ist nochmal Training. Jana, verstehst du, worüber wir reden müssen? Ja, Leila, ich weiß, die Frösche und Bunnies sind Ziegen. Nein, Jana, schau mal. Wie es aussieht, haben gestern die Frösche und Bunnies zusammen übernachtet und jetzt versprechen die Bunnies auch noch, dass sie Jungs für sie finden. Was sollen wir also tun? Eine Übernachtung mit den Bunnies. Nein, Jana, wir machen einen Mädelsabend mit den Bunnies. Dann suchen sie Freunde für uns. Warte, Leila, was ist denn mit Gleb und Ruslan? Nein, Jana, wenn du mit Online-Beziehungen, SMS und dem Austausch von Bildern zufrieden bist, bin ich raus. Ich lebe in der realen Welt und brauche einen echten Mann. Du kannst ja weiter deinem Gleb hinterherjagen. Ich verstehe dich, Leila. Gut, dass du mich verstehst, meine Süße. Was sollen wir also tun, Leila? Bereite die Party vor. Okay, Leila. So, das Make-up ist fertig. Sup, verstehst du? Du musst das so machen, okay? Verstanden. Ich werde einen richtigen Boxer aus dir machen. Sag halt, Boxen ist nicht so mein Ding. Ich würde lieber tanzen, okay? Na gut, aber du musst unsere Tradition fortsetzen. Tanzen kannst du wann anders. Auf geht's, üb weiter mit Sakat, damit du immer besser wirst, okay? Sip, schau mal, wie viel Liegestütze ich schon gemacht hab, Mann. Ich zeig euch, was ich kann, okay? Kostja, dieser Walzer mit dir ist wirklich unglaublich. Salina, ich bin bereit. Wow, jetzt wird Kostja Salina einen Heiratsantrag machen und wir feiern Hochzeit. Also gut, halt die Klappe. Kostja, ich bin einverstanden. Du hast doch noch gar nicht gehört, was ich sagen wollte. Hey, beruhig dich, Kostja. Wir lassen dich nicht einfach so unsere Schwester heiraten, ja? Für die Hochzeit ist es noch zu früh. Sie ist erst 110 Jahre alt. Schweig, Brüder. Nun, Kostja, tu es. Willst du meine Frau werden? Ja. Ich denke, in 200 Jahren können wir eine Hochzeit feiern. Die Liebe kennt keine Grenzen. Kostja, ich werde. Unsere Hochzeit wird sehr prächtig werden. Leute, wer ist bereit, Babysitter für unsere Neffen zu sein? Zum Glück bin ich nicht mit euch verwandt. Hör auf, Salina. Oma wird diese Heirat nicht gutheißen. Ja, Kostja ist nicht richtig für dich. Also, Jungs, macht keinen Unsinn. Sie lieben sich und das sollte euch nicht stören. Übrigens gehe ich heute auch zu einem Date mit Dima. Und ich hoffe, er macht mir auch einen Antrag. Ich zeige euch mein Kleid. Also meine Oma ist einverstanden und sagte, Salina sei eine gute Partie. Habt ihr gehört? Die Liebe kennt keine Grenzen. Kostja, ich werde. Ja, wir haben in 200 Jahren eine Hochzeit. Schaut euch dieses schöne Kleid an. Ich hoffe, dass Dima den Verstand verliert, wenn nicht er mich... Nicht schlecht, dass sie beschlossen haben zu heiraten. Vielleicht sollten wir auch den Cheerleadern einen Antrag machen. Nein, ich bin noch zu jung, okay? Und ich habe niemanden, dem ich einen Antrag machen könnte. Leute, ich bin auch nicht bereit. Ich bin mir bei ihr nicht sicher, okay? Jungs, wenn die Cheerleader euch hören würden, würde es ihr nicht gefallen. Okay. Ich habe keine Zeit, hier mit euch zu reden. Ich möchte mich jetzt umziehen. So, ich fange jetzt mit der Gästeliste an. Unsere Hochzeit wird sehr prächtig werden. Meint ihr, 5000 Leute sind viel zu viel? Wer sind all die Menschen? Unsere Verwandten. Und wenn unsere Freunde kommen, werden es ungefähr 20.000 sein. Wir dürfen niemanden vergessen. Und wir müssen die Einladungen an alle schicken. Salina, warum jetzt? Wir haben eine Menge Zeit. Kostja, diese 200 Jahre werden wie zwei Tage vergehen. Wir müssen uns vorbereiten. 20.000 Menschen. Wie viel kostet das denn alles? Kostja, ich rate dir schon jetzt mit dem Sparen anzufangen, denn die Zombies feiern 13 Tage lang Hochzeit. Und der Bräutigam zahlt für alles. Du steckst in Schwierigkeiten. Tja, Leute, wir werden sehen. Vielleicht werde ich auch Diana heiraten. Zwei Hochzeiten hintereinander sind zu viel. Also Leute, was haltet ihr von dieser Tussi? Wow. Okay, ich muss los. Ich hoffe, ich komme mit einem Ring zurück. Ciao. Was für ein schöner Monat. So viele Anträge. Oh Mann, ich wusste nicht, dass die Hochzeit 13 Tage lang mit so vielen Gästen gefeiert wird. Nun Mädels, seid ehrlich darüber. Welche Art von Jungs wollt ihr? Ich bin blond. Also will ich auch einen großen,
kräftigen, blonden Mann haben. Wow. Cool, wir haben den gleichen Jungsgeschmack. Ich möchte einen Kerl mit roten Haaren haben. Sophie, wo sollen wir denn so jemanden finden? Wir können einen blonden Kerl finden und ihm die Haare rot färben. Ich suche einen dunkelhaarigen Kerl, muskulös, mit lockigem Haar. Und der Hey Babe zu mir sagt und die Hüften schwingt. Wow, Mädels, ihr habt solche Wünsche. Ich frag mich, wo wir solche Jungs für euch finden sollen. Wir machen ein Casting. Ja, und wir werden schreiben, wir suchen Jungs für die Frogs. Ich bin sicher, wir finden sehr viele Kandidaten. Oh, Bunnies, ihr seid so süß. Ich kann nicht glauben, dass wir euch vorher gehasst haben. Oh, danke, Frösche. Ihr seid auch nett. Und wisst ihr was? Als Zeichen unserer Freundschaft möchte ich euch Ringe schenken. Naja, ihr wisst schon, Freundinnen und so. Sucht euch was aus. Oh, oh ja. Diana, ist das nicht zu viel? Du solltest sie uns besser geben. Mädchen, wir sind Freundinnen. Wir sollten nicht wütend werden und streiten. Das war's, keine Kämpfe mehr. Mädels, wir müssen los. Tut uns leid. Wie meinst du das? Wir haben ganz vergessen, dass wir heute Abend ein Treffen mit Coach Abby haben und sie mit Dima verabredet ist. Stimmt, sie wollte uns doch sehen. Frösche, kommt uns später besuchen, okay? Wir werden euch vermissen. Wir werden euch vermissen. Okay, Frösche, machen wir es ohne dramatische Szenen. Mädchen, übertreibt es nicht. Jetzt kann jeder neidisch werden. Stimmt's? Ja, wir sind jetzt mit den Bunnies befreundet, das ist super. Ich möchte nur einen Typen finden. Sie haben einen guten Geschmack, oder? Dima, deine Bestellung? Danke, Eis. Sehe ich gut aus? Ja, du siehst immer gut aus, okay? Ja, ich bin ein Sportler. Ich sehe immer richtig cool aus. Dima, alles ist bereit für das romantische Abendessen. Ja, aber Abby ist noch nicht da. Wow, bist du hübsch angezogen. Ich habe eine Verabredung, also alle aus dem Weg. Ich sehe, dass Dima schon auf mich wartet. Ach du meine Güte. Abby, wie schön, dich zu sehen. Oh, so romantisch. Ich liebe das. Ich liebe es, solche Dinge zu beobachten. Eis, ich möchte auch ein romantisches Abendessen. Pizza, wir machen ein romantisches Abendessen, wenn der Urlaub vorbei ist. Aber jetzt ist Arbeit angesagt. Also, wir müssen was kochen. Los. Oh, Dima, alles, was ich liebe. Kerzen, Lampen. Vielleicht wolltest du mir etwas sagen oder vorschlagen. Ja, das möchte ich. Du und ich, wir sind erwachsen, oder? Ja, ich bin 18. Und nicht mehr minderjährig. Und du musst etwas verstehen. Noch mehr verstehen? Ich kann nicht mit einem Zombie zusammen sein. Eis, hast du das gehört? Er will sich von dir trennen. Ich habe verstanden. Was denn? Küss mich, dann werde ich kein Zombie-Mädchen mehr sein. Aber dann werde ich vielleicht ein Zombie. Nun, Dima, wenn du ein Zombie wirst, dann werde ich dich trotzdem heiraten. Coach Abby, wir sind da. Dima hat gesagt, dass du uns treffen willst. Wartet kurz, Mädels. Abby, ich bin noch nicht so weit. Ja, Mädels, ich wollte euch sehen und euch fragen, ob ihr meine Brautjungfern sein wollt. Aber das hat sich wohl erledigt. Stimmt's, Dima? Oh, Coach Abby, ich hätte dich vorwarnen sollen, dass Dima Mädchen die Handschuhe wechselt. Er ist schlimm. Er ist ein echter Frauenheld. Sei nicht traurig, Coach Abby. Ja, heirate nicht mit 18 Jahren. Was? Wo ist die Unterstützung? Ja, Sie haben wirklich recht. Ich sehe, brauchen wir das Abendessen nicht servieren. Wir werden den Hummer selbst essen. Nun, Dima, du wirst sehen, wen du verloren hast. Seht mal, was für eine Tussi ich bin. Lasst mich gehen, Mädels. Dima, warum hast du schon wieder das Herz eines Mädchens gebrochen? Das geht nicht. Kein Mädchen wird später mit dir ausgehen wollen. Okay, kommt, wir gehen. Auf Wiedersehen. Puh, es ist zu Ende. Ich bin halt ein cooler Footballspieler und ich bin richtig cool. Serviert mir meinen Hummer, okay? Nun, Jana, alles ist bereit für die Mädchenparty. Leila, und was ist, wenn sie sagen, raus aus unserem Zimmer? Jana, warum denkst du immer so schlechte Dinge? Okay, warten wir. Verdammt, Mädels, Coach Abby tut mir so leid. Es ist besser, ihn jetzt Schluss machen zu lassen als später. Ja, ich bin wirklich schockiert über diese Geschichte. Überraschung! Überraschung! Willkommen bei der Mädchenparty. Popcorn und kalte Getränke, alles für euch. Mhm. Soll das ein Witz sein? Was ist hier los? Ich glaube, sie wollen auch mit uns befreundet sein. Seltsam. Warum so plötzlich? Hört auf mit diesem Zirkus. Ihr seid nicht unsere Freundinnen. Sind wir solche Freundinnen? Hast du das hier gesehen? Mädels, woher habt ihr diese Ringe? Ja, gestohlen. Mädels, kommt schon, lasst uns Spaß haben. Es gibt so viele leckere Sachen. Ja, eine Mädchenparty. Lasst uns Spaß haben. Mach die Musik an. Mädchen, hier gibt es keine Musik. Oh, das sind meine Lieblingskekse. Woher wisst ihr das? Vielleicht waren sie schon mal im Team. Ach, stimmt. Was haben sie vor? Ich weiß es nicht, Knopper. Ich bin neugierig. Mädels, öffnet eure Münder. Wer kann Popcorn fangen? Also Mädels, sagt uns, warum wollt ihr eine Party mit uns feiern? Niemand ist einfach nur so mit uns befreundet und macht einen Mädelsabend für uns. Also sagt es uns. Oh Mädels, ihr seid einfach so nett. Vielleicht kennt ihr ein paar Jungs für uns.
Wow, die Ratten wollen einen Freund haben. Und sie wollen, dass sie unsere Freundinnen sind. Wir kennen ein paar und wollt ihr dunkelhaarige oder blonde Männer? Die Hauptsache für uns ist, dass sie Sportler sind. Und hübsch, Jana. Ja, und hübsch. Können wir sie treffen? Mädels, ihr wisst, dass wir keine Heiratsagentur sind, oder? Warum glaubt ihr, dass wir euch bei den Jungs helfen können? Unsere Freunde werden euch überhaupt nicht mögen. Weil ihr wirklich böse seid. Was? Wir sind die süßesten Mädchen der Welt. Hey Mädels. Wir haben euch sehr vermisst. Oh wow, es sieht so aus, als ob sie uns verraten hätten. Was ist mit den Ringen? Was ist mit den Freundinnen? Wir haben auch Ringe. Wir haben auch Ringe. Frösche, hört zu. Die Ratten haben heute Abend eine Party für uns veranstaltet. Schließt euch an. Wir werden Spaß haben. Nun, nein. Wir dulden keinen Verrat hier. Ihr solltet kommen und euch entschuldigen. Vielleicht werden wir euch dann verzeihen. Oh, die Frösche sind solche Verlierer. Also Mädels, lasst uns Spaß haben. Mädels, mein Kopf platzt gleich. Leute, wir werden hier mit den Ratten abhängen und ihr liked das Video. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wir sehen uns dann bald, okay? Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Party! Fast. Nochmal. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Wie? Etwa so? Eins, zwei, drei. Also Mädels, sagt uns, warum sind wir alle hier? Niemand ist einfach so mit uns befreundet und macht einen Mädelsabend für uns. Also raus mit der Wahrheit.